Er ist jetzt nicht so krass dick, dass man den jetzt im Sommer tragen sollte. Was rede ich denn da gerade? Willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute werde ich euch meine absoluten Lieblings-Herbst-Outfits zeigen. Vor allem möchte ich Wert darauf legen, dass ich euch Sachen zeige, die ihr wirklich auch jetzt für diese Temperaturen anziehen könnt, weil es ist schon echt sehr, sehr kalt geworden, finde ich. Und da kann man halt jetzt schlecht einfach nur einen Trenchcoat mit einem kleinen Kleidchen anziehen. Also das ist dann jetzt auch schon vorbei. Deswegen zeige ich euch jetzt einfach so meine absoluten Lieblingsherbstausfits, die ich jetzt momentan aktuell sehr, sehr gerne trage. Kommen wir jetzt zu dem ersten Teil und das ist einmal dieses Strickkleid hier. Ich liebe es. Es ist wirklich sehr, sehr dick und hält auch warm. Deswegen meine ich gerade nicht irgendwie was Kurzes, Dünnes, was nur Spaghetti-Träger hat oder so, sondern wirklich was Dickes, was auch warm hält und es ist halt unfassbar lang. Das ziehe ich einfach unfassbar gerne mit hohen Boots an und einem richtig dicken Wollmantel. Und zwar ist es einmal dieser Look hier. So, dann kommen wir zu dem nächsten Outfit. Und da ist einmal bei mir ganz, ganz wichtig ein dicker Rollkragenpullover. Nach dem hier werde ich sehr oft gefragt und ich habe tatsächlich vor kurzem bei H&M so einen gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es genau der ist, weil den habe ich vor zwei Jahren gekauft. Ich hoffe, das ist der, den werde ich euch auf jeden Fall verlinken. Da könnt ihr auch endlich mal den euch auch holen, weil ich liebe ihn. Er ist toll, er hält richtig, richtig warm. Und dazu trage ich einfach unfassbar gerne eine Lederhose und einen Mantel. While you drinking, fade away. All my friends, they fade away. Don't worry. So, dann kommen wir zu dem nächsten Outfit, was ich unglaublich liebe. Das habe ich euch sogar, glaube ich, in meinem letzten Haul gezeigt. Und zwar ist es einmal dieses gemütliche Set hier. Das habe ich gerade aus meinem Wäschekorb geholt, weil ich das gewaschen habe. Und zwar einmal dieses hier mit dem Rollkragenpullover. Es hält so unfassbar warm und dazu trage ich einfach so gerne einen Mantel zu. Und entweder Boots oder Sneaker, da bin ich eigentlich immer so, je nachdem wie ich Lust und Laune habe. Aber es hält halt unfassbar warm und ich würde euch auch so empfehlen, wenn ihr wirklich so es gerne gemütlich haben wollt, aber keinen Bock auf einen Jogger habt, holt euch so ein gemütliches Set. Das lohnt sich wirklich sehr und ihr habt davon auch wirklich viel. Ich finde einfach, dass solche Sets perfekt sind, wenn man einfach keine Lust auf einen Jogger hat, aber es trotzdem sehr gemütlich haben möchte. Das nächste, was ich euch zeige, ist einmal ein Blazer, also ein stinknormaler schwarzer Blazer, den trage ich nämlich unfassbar gerne unter einem Mantel. Also ich mache quasi so Schichten draus. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde einfach gerade so Outfits mit Schichten so unfassbar schön. Man zieht dann einfach einen Rollkragen, T-Shirt an, einen Blazer und dann einfach nochmal einen Mantel drüber. Ich habe das nämlich letztens so toll gefunden, weil ich in einem Restaurant war und mir war schon was warm, aber gleichzeitig auch so ein bisschen, ja, so eine Jacke hätte gut getan. Und ich hatte dann einfach den Blazer an, also über meinen Shirt und das hat einfach super gepasst, deswegen liebe ich sowas und das sieht auch noch wirklich richtig, richtig gut aus. While you drinking, fade away. All my friends, they fade away. Don't worry. Und jetzt kommen wir zu einem Outfit, das hatte ich tatsächlich auch schon im Frühling an. Das ist perfekt für Frühling und da halt auch für den Herbst. Für den Herbst auch ganz gut, wenn man einfach nur so einen dünnen Trenchcoat rüberzieht oder halt einen dicken Mantel, den ich jetzt aktuell dazu tragen würde. Und zwar ist es nochmal dieser Pullover hier und dazu der passende Rock. Ich weiß leider nicht, ob ich den Rock nochmal finde. Den habe ich ebenfalls von H&M. Ich gebe mein Bestes, ob ich den finde. Ist eigentlich kein Set gewesen, aber es ist ein Set. Also es ist genau dieselbe Farbe und genau derselbe Stoff und auch dieselbe Struktur. Deswegen war ich so, aber ich liebe es. Es ist so toll, wenn du dazu noch Boots anziehst und der Rock ist auch sehr, sehr lang und dazu einen dicken Mantel wirklich perfekt und es hält halt wirklich auch warm. Natürlich kann man auch dazu noch eine Strumpfhose anziehen, eine Hautfarbene oder so.
komplett einem selbst überlassen oder halt auch hohe Boots, sodass wirklich alles bedeckt ist. Also sowas feiere ich gerade einfach total. So, ich komme jetzt mal zu dem letzten Outfit. Und ich habe mir das Teil jetzt gerade gar nicht hier. Das muss ich jetzt erstmal holen. Und zwar ist das einmal dieser dicke Daunenmantel. Er ist jetzt nicht so krass dick, dass man den jetzt im Sommer tragen sollte. Was rede ich denn da gerade? Er ist für den Winter meiner Meinung nach ein klein wenig zu dünn. Aber der ist perfekt für den späten Herbst, wo es echt sehr, sehr kühl wird. Und zwar ist das der Daunenmantel hier. Der ist einfach so lang, dass ich den euch jetzt nicht komplett zeigen kann, aber ihr seht das gleich im Outfit. Ich liebe ihn gerade unnormal. Ich trage ihn so gut wie fast jeden Tag, weil er wirklich sehr, sehr warm hält. Und dazu trage ich einfach unfassbar gerne einen richtig, richtig dicken Pulli. Oder auch einen Jogger. Ich werde das gleich einfach mal schauen, wie ich Lust und Laune habe. Aber den kann man einfach zu allem anziehen. Ich finde ihn perfekt. Und er sieht halt auch einfach richtig, richtig cool aus. Was ich halt auch erst durch Paulina, also durch eine Freundin, bemerkt habe, oh mein Gott, ist, dass der hier an den Seiten so, mein Gott, dass der hier so Schlitze hat. So, also einen Schlitz hat auf beiden Seiten ein. Das habe ich gar nicht erst gewusst. Richtig cool. Das war es dann jetzt auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ich konnte den einen oder anderen so ein bisschen inspirieren. Und wie gesagt, alle Links sind in der Infobox. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn du noch nicht Teil hiervon bist, abonniere sehr gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um keine Uploads zu verpassen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!